Heute ist ein ganz besonderer Tag. Die Silbersammelaktion ist zu Ende. Nach 7 Wochen haben wir unglaubliche 164 Kilo Silber gesammelt. Echtes Silber. Darüber hinaus mehr als 600 Kilo Auflagesilber. Wir haben heute hier in der Krypta den Silberberg, den Silberschatz des Michel aufgeschüttet, um überhaupt erstmal zu sehen, wie viel es geworden ist. Es ist nicht nur unglaublich viel Silber und Bestecke. Es sind auch Erbstücke, es sind Pokale, es sind Dinge mit besonderen Geschichten. Und da gucken wir jetzt ja mal, wir machen hier gerade einen Pressetermin, zeigen das Silber, was die Hamburger uns geschenkt haben für die neuen Kelche. Und ich stoße da einfach mal dazu und danach gucken wir uns die Geschichten auch mal noch an. Also, diese Frau schreibt so schön, das ist ihr Kinderbesteck. Was sie von, dieses hier, ne? Das ist süß. Kinderbesteck, was ich von Oma und Opa zum ersten Geburtstag geschenkt habe und mein Leben lang davon gegessen habe. Täglich. Das ist ja süß. Und den Michel liebt sie. Ist von der Dame auch dieser Schmuck? Ja, alles. Ne? Also auch dieser, Löffel hier, dieser genau. große. Aus verschiedenen Zeiten, mit einer Gravur. Ja, 1887. Ja. Oder dieses Silberbesteck stammt aus dem alten Land und ist zum Teil über Generationen vererbt worden. Vieles stammt von dem Juwelier Michelsen in York. Ach, Michel im Namen. Sehr nett. Hier auch so ein alter Zuckerlöffel, so ein Streulöffel für über Pfannkuchen. Ja. Oder hier, das haben wir mehrfach, wirklich komplette Bestecke. Wahnsinn. Ich weiß es nicht, wie sind das, 100 Teile oder noch mehr? Ich habe sie gar nicht gezählt. Toll. Wahnsinn. Wirklich, er hat keine Erben und gibt es in Michel und hier ist es gut aufgehoben. Ne? Viel zu schade, um das einzuschmelzen. Ja. Das ist ja so wunderbar erhalten. Hier auch noch mit Familienwappen, ja. Mitte 19. Jahrhundert und er hat keine Nachfahren. Ja. Er und seine Schwester sind die Einzigen, die noch da sind und er möchte nicht, dass das irgendwo sich in der Welt verteilt, sondern wieder aufgehoben ist. Und sein Urgroßvater ist von Pastor Beermann betraut. Ach was? Ja. Sehr toll. Hier ein wunderschönes Michel-Gedicht. Der alte Michel, groß und mächtig, wacht über Hamburg stolz und prächtig. Doch seine Kelche, viel benutzt, verlieren nach und nach den Putz. Es hat gelitten die Substanz, das Silber nicht mehr seinen Glanz. Drum müssen neue Kelche her, in Form und Güte wie bisher. An Hamburgs Bürger sich zu wenden, ihr altes Silber hier zu spenden, ist einzigartig und grandios. Der Zuspruch hanseatisch groß. Mit herzlichen Grüßen und Moin Moin, Ihre Uhlenhorster, deren Barbara Pre. Super, das ist ja fantastisch. Sie da so viel Mühe zu machen. Ja, oder hier, Frau Henning hat aus aller Welt Löffel mitgebracht. Ja. Ach, diese Tourismuslöffel, so, genau, mit Wappen. Von Bad Malta, Helgoland, über Venezuela, Japan. Hongkong, gut. Sehr nett. Meine Dame, die ist sehr gut rumgekommen, die Dame. Ja. Die ist viel gereist. Auch hier aus Australien. Japan ist hier, ne? Hier ist Australien. Ja. Toll. Hier uralte Löffel mit Loch. Loch, weil sie so lange benutzt wurden, auch Mitte des 19. Jahrhunderts Familienlöffel. Was haben die mit diesem armen Löffel gemacht? Das ist ja furchtbar. Einmal durch die Presse oder vor Hunger draufgebissen. Oder über eine Kerze gehalten. Oder sowas. Also auch vielleicht wie heißt das, Bleigießen genau. benutzt oder sowas. Also hier ist auch ein Brief, da sind so kleine Dellen drin. Das sind die Zähne das von die Onkel Zähne. Philipp. Natürlich, gewesen. Ja. Wir haben unendlich viele Pokale bekommen. Also hier, das ist die Bowlingmeisterin von 1975, hat sie uns letzte Woche gebracht. Super. Ja, zwei silberne Pokale, wunderbar. Hier noch eine meiner Lieblingsgeschichten. Hier, dieser Silberbarren. 50 Gramm hat eine Frau gespendet. Das ist ihr Geschenk an ihre große Liebe gewesen. Mit 17 verliebt, mit 18 geheiratet und erst nach ein paar Jahren gemerkt, dass dieser Mann ihr nicht gut tut. Oje. Und sie hat 20 Jahre gebraucht, um sich aus der Ehe zu lösen, hat es geschafft. Das Einzige, was übrig ist, ist ihr toller Sohn, wie sie schreibt, und dieser Silberbarren. Und sie möchte das aufgehoben wissen irgendwo. Ja, klar. In den toll. Kirchen Tolle hat auch das Platz. Ne? Und was sind das hier für Sachen mit lauter Krönchen drauf? Ach ja, Herr Schumacher hatte ja als erster hier Schützenorden auch gespendet. Ja. Und das sind alles von unterschiedlichen Schützengilden jetzt Orden gewesen. Da haben mehrere noch nachgezogen. Unglaublich. Ja. Schützenkönigin. Das ist ja unbeschreiblich toll. Dann das ist ja echt faszinierend. Ganz viel silberne Gedenken. Wir haben die Bundespräsidenten, die verschiedenen. Ja, das ist Friedrich Schiller, der war nie Bundespräsident. Ach so. Nee. Und Goethe auch nicht so richtig, oder wer soll das sein? Das ist Walter Schiele. Ja, die hatten eben.
Okay, und da hinten haben wir das in Hamburger Bürgermeister. Hamburger Bürgermeister. Ja. Und da war, das ist ja auch spannend, nicht? Da waren die Tortenstücke noch groß, ne? Ja. Das ist ja unglaublich. Und es ist auch süß geschrieben. Wir haben keine vermögenden Wurzeln. Und der wenige Besitz unserer Eltern ging mit dem Zweiten Weltkrieg verloren. Meine Mutter würde heute vor 105 Jahren in Königsberg geboren. Trotzdem möchten wir uns mit den wenigen verbliebenen, versilberten Teilen beteiligen. Sehr süß. Und hier eine Sache noch. Da hat ein Nachfahre von Johann Leonhard Wächter, der Diakonus am Michel 1798 war. Und hier unter uns in der Krypta beerbt. Das ist ja wahnsinnig. Sehr toll. Und das ist das Besteck aus seiner Familie. Und auch da so das Gefühl, das ist hier gut aufgehoben. Meine Güte, das sind ja echt wunderschöne Geschichten, die da mit sind. Richtig toll. Ja. Wahnsinn. Und wir könnten noch weiter erzählen und weiter erzählen und weiter erzählen. Klasse. Die erste Phase der Silbersammelaktion aus Familiensilber werden Michelkelche ist geschafft. Mit einem sensationellen Erfolg. 164 Kilo echtes Silber, das wir jetzt einschmelzen werden. 623 Kilogramm Auflagesilber, das zum Teil in den Kelchen enthalten sein wird, aber zum Teil auch verkauft wird. Und 424 Menschen, die ihr Silber gegeben haben, ihre Schätze, ihre Geschichten uns erzählt haben und sich zum Teil dieser großen Aktion machen. Heute Nachmittag wird das Silber abgeholt von der Silberscheideanstalt Schiefer und Co. auf St. Georg. Und nächste Woche geht es los mit dem Einschmelzen des Silbers. Da sind wir natürlich auch wieder dabei und sind gespannt, wie das neue Michel-Silber wird.